Ich freue mich, dass wir heute einen wichtigen Schritt hin zum Bürgerrat Ernährung im Wandel machen. Und es ist auch wichtig, dass die Demokratie sich weiterentwickelt. Und heute wollen wir mit diesem Bürgerrat neue Wege ausprobieren. Unsere parlamentarische Demokratie braucht frische Ansätze, um das Vertrauen in die etablierten Institutionen zu stärken. Und Bürgerräte sind ein Teil davon. Sie schaffen Raum für Begegnungen ganz unterschiedlicher Art und auch für sehr unterschiedliche Menschen. Jede und jeder kann seine persönlichen Sichtweisen und Erfahrungen einbringen. Diese Meinungsvielfalt bereichert die Demokratie und verschafft vor allen Dingen denen eine Stimme, die wir immer so als stille Mehrheit bezeichnen. Für uns als Abgeordnete bilden Bürgerräte eine weitere Möglichkeit auch zur Rückkopplung mit den Menschen. Bürgerräte können auch Brücken bauen. Das spiegelt sich auch in unserem Logo, das hier hinter mir ist, wieder. Hier kann man es hinter mir sehen. Das ist das Logo für die Bürgerräte. Und Bürgerräte haben ein, wie ich finde, einzigartiges Potenzial, unsere Demokratie zu bereichern. Sie ersetzen aber nicht die parlamentarische Auseinandersetzung. Am Ende entscheiden und verantworten die Abgeordneten, welche Empfehlungen umgesetzt werden. Im Mai haben die Abgeordneten das Thema des ersten Bürgerrates des Deutschen Bundestages gemeinsam bestimmt: Ernährung im Wandel zwischen Privatangelegenheit und staatlichen Aufgaben. Es soll vor allem die Rolle des Staates bei der Sicherstellung gesunder und nachhaltiger Ernährung deutlich machen. Das Wichtigste fehlt aber bis jetzt, und das sind Sie, nämlich die Teilnehmenden. Im Juni haben wir rund 20.000 zufällig ausgewählte Menschen aus ganz Deutschland für den Bürgerrat Ernährung angeschrieben. Mehr als 2.000 Personen haben ihr Interesse an einer Teilnahme bekundet. Und Sie alle begrüße ich zum einen hier, aber auch an den Bildschirmen sehr, sehr herzlich. Die große Resonanz übertrifft bei weitem die Erwartungen, die wir mit Blick auf frühere Bürgerräte hatten. Und ich freue mich sehr über diese wirklich sehr hohe Bereitschaft zu diesem demokratischen Engagement. Herzlichen Dank. Die Erfahrungen mit Bürgerräten im Ausland und auf Landesebene sind sehr gut. Aus Befragungen wissen wir, wer an einem Bürgerrat teilgenommen hat, empfindet dies als Bereicherung und möchte sich oftmals stärker für die Demokratie einsetzen. Und ich bin sicher, das wird auch Ihnen so gehen. Durch die Zufallsauswahl kommen Menschen zusammen, die sich woanders vielleicht nie begegnet wären. Sie wagen damit auch ein Experiment, in dem sie die viel zitierte, in Anführungsstrichen, eigene Blase verlassen. Und auch dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken.